Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute ist es wieder mal soweit. Wir machen ein Brisket und wie lecker das wird, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Wir machen heute ein Millionärs-Brisket und das kostet nicht so viel, als beim Millionär ist, aber es ist mindestens genauso lecker. Dazu habe ich nämlich den Millionärs-Rub. Den könnt ihr euch kaufen oder nachmischen, kann man den auch. Ja. Rezept dazu verlinken wir euch auf meiner Homepage, da ist sie zu finden. Und man braucht natürlich ein schönes Brisket. Da habe ich mir jetzt so ein 4 Kilo Klopper geholt, also nicht einen von den ganz großen, sondern tatsächlich so eher ein kleineres. Und du siehst schon, so ein kleines Brisket kommt natürlich von einem relativ kleinen Rind. Ist nämlich eine Mischung zwischen Angus und Hinterwälder. Habe ich mir bestellt bei der Schwarzwälder. Also es ist eine schöne eine Kombination, also die, das Angus ist eine schöne Fleischrasse und das Hinterwälder wird nicht so groß. Und du hast so eine schöne, kleine, kompakte Fleischrasse und du musst dir ein Stück Fleisch mal ankicken. Also siehst du das hier unten? Was da für eine Marmorierung drin ist. Knüller, oder? Oder auch hier vorne im Anschnitt. Sieht man das schon ganz leicht, was hier noch in dieser eigentlich sondern relativ mageren Rinderbrust, was da an Fett drin ist. Und das Fett in der Rinderbrust, das ist also der Key Feature, um einen Muted Brisket hinzukriegen. Hast du eine trockene Jungbullenbrust ohne was drin, wird das sehr schwierig und du musst wirklich Glück haben, dass du das hinbekommst. Bei so einer Nummer läuft das sehr gut und das ist auch ein schönes Stück. Wenn man zum Beispiel jetzt an Meisterschaften teilnehmen will, ist eine schöne Größe, mit der man überall anfangen kann. Und was man bei einer Meisterschaft oder beim Grillen immer braucht, ist eins, und zwar ein scharfes Messer und ein Brett. Wir haben schon mal relativ gut vorgetrimmt hier, aber ein paar Stellen sind noch, da können wir noch mal nacharbeiten. Hier vorne können wir noch mal so ein bisschen so grob Fett runternehmen. Was heißt jetzt trimmen? Alles, was Fett ist, ja? Oder? Naja, viel von dem Fett runter, nicht alles. So ein bisschen Fleisch dabei flöten, hier, das ist auch nicht schlimm. So, und das hast du hier praktisch, hier siehst du, wie die Fettschicht reinläuft. Hier unten haben wir das Flat und hier oben den Point, also sind so zwei Stücken, die auf dem Brisket aneinander laufen. Hier vorne haben wir noch so ein großes Fettauge drauf. Meistens nimmst du doch nur dann die Sehnen weg. Warum jetzt das Fett? Weil das Fett jetzt, hier, wenn wir das hier oben drauf haben und wir würzen jetzt hier, dann macht das so eine doofe Schicht da drüber. Und das Fleisch hat wirklich noch Fett drin, dass wir tatsächlich hier oben uns von diesen Stücken hier wirklich großzügig trennen können. Hier noch ein Schnitt und dann haben wir das im Prinzip schon. Ja? So, und der Rest ist fast okay. Guck mal hier vorne, hier ist noch so ein großes Schwartenstück. Das parieren wir da nochmal weg. Mit zu viel Fett. Macht dir nachher bloß Kummer im Smoker. Weil du musst dann nachher halt wieder rausfischen. Und gerade hier, also hier diese weichen Fettstücken je noch, was immer so ein bisschen dramatisch sind, diese harten Knubbel, die trennen wir hier oben nochmal ab. Und du siehst auch hier am Anschnitt wieder hier, siehst du, was da für Fett zwischen den Muskeln sitzt, gefällt mir sehr, sehr gut. Auf der Rückseite kannst du viel rustikaler vorgehen. Da siehst du, was hier so an großen Stücken ist. Die ziehst du ab und alles, was du abgezogen kriegst, ziehst du ab und den Rest lässt du einfach völlig herzlos dran. Kriegt ihr auf der anderen Seite nicht auch abgezogen? Nee. Warum nicht? Weil die Oberseite und anders die Unterseite. Das ist wie bei deiner Fußsohle, da hast du unten Hornhaut dran und oben nicht. Ja. Und so ist es bei dem Rind auch, das ist ja also eines innen, anderes aus und da ist es ein bisschen unterschiedlich. Dann kommt jetzt Wind auf, das ist immer der perfekte Moment, um zu rammen. Ey, das liebst du ja nicht, oder? Also, abnehmen, festmachen hier, das ist unser Trockenteil, das kommt raus. Und jetzt drücken wir die richtig schön fest auf unser Brisket. Das ist also ungefähr, ich sag mal, eine halbe Packung Rapp auf so einem Brisket verbrauchen, dann hat man so die richtige Menge. Rappst du jetzt von beiden Seiten ein? Ja. Ja, ja. Ja, jetzt auf die Oberseite. Und anders als beim Pulled Pork nehme ich jetzt hier ja keinen Senf oder so, sondern lass einfach diese Grundfeuchtigkeit, die das Rindfleisch hat, an der Stelle die Arbeit machen und das so ein bisschen so, ich sehe hier schon, klebt sich dann von ganz alleine fest. Das war noch wichtig hier, dass an die Ränder überall was rankommt. Dann haben wir den soweit fertig. Ich lege das jetzt hier so eine Schale rein, mache ein bisschen Frischhaltefolie oben drüber und lasse es bis morgen einfach im Kühlschrank. Also wenn man so 12 Stunden die Sache einfach mal schon mal vorne weg oder 12 bis 24 Stunden die vorher ein bisschen marinieren lässt,
macht denn so ein Brisket an der Stelle nicht schlechter. Ihr habt jetzt Wusch gehört und das heißt, die Nacht ist rum und so sieht unser Brisket jetzt aus. Riecht hervorragend, farblich, naja, hat jetzt halt den Rapp, der so ein bisschen, sie hat ein bisschen Feuchtigkeit gezogen, genau so muss das aussehen. Und der kommt jetzt auf den Smoker und ich habe jetzt die große Wahl zwischen der Lok und dem Pellet Smoker. Und die Kamera jetzt in den Himmel und sieht dunkle Wolken. Und das heißt für mich, ich gehe in den Pellet Smoker, weil ich keinerlei Lust habe, jetzt hier alle 20 Minuten rauszurennen. Deckel auf. Und aufgelegt. Und Deckel wieder zu. Die Grilltemperatur, da schreien sich jetzt die Geister. Du kannst so ein Brisket low and slow machen, so mit 120 Grad. Du kannst aber hot and fast, so mit 175. Ich habe mich jetzt für den Mittelweg entschieden, auf so Mittel-Mittel. Was heißt das? 145 Grad. Lass mal den drauf, weil da haben wir eine schöne, noch, ist so ein bisschen dieses Schongarn noch mit dabei, aber gleichzeitig geht es dann doch schon ein bisschen schneller. Und haben uns für entschieden, weil wird auch heute relativ schnell dunkel und wir wollen es möglichst noch unter Tageslicht hier fertig bekommen. Und wenn wir jetzt bei 120 Grad, dann sind wir bei so einem Stück bestimmt irgendwo bei 16 Stunden dabei und dann schaffen wir es heute nicht. Und hier hoffe ich, dass wir so deutlich unter 10 Stunden bleiben. So 6 bis 8 wären schon cool, wenn das reicht. Wir schauen mal. Wenn man das auf einer Lok machen würde, wie sowas hier, also ein Holz befeuert, dann hast du zwei Varianten. Also entweder hast du auf Reverse Flow, dass jetzt von rechts ein Feuer kommt, hier unten drunter durchzieht, hier hoch, dann ist egal, dann packst du es einfach hier rüber. Und wenn du aber rechts die Feuerbox hast und links sieht der Rauch aus, dann packst du es so ein bisschen weiter nach links, weil an der Feuerbox zu viel Temperatur wäre. Aber ich denke, ihr kennt ja eure Smoker und kennt euch schon so ein bisschen aus. Das ein oder andere Video habt ihr gesehen, dass ihr wisst, wie man damit umgeht. Ich denke, bei dem Wetter war jetzt tatsächlich nicht die falscheste Entscheidung, dass wir den Pellet Smoker das machen lassen. Was für ein Holz? Bleib mal bitte hier. Ja, ich weiß, was du fragen willst. Du wolltest gerade fragen, was für Holz, ne? Ja, aber das sind Pellets, mein Schatz. Genau, aber das sind Smoke Blend Pellets, und zwar sind die Breuking Räucher Pellets. Weil wenn ich die hierbei in die einsetze, dann braucht man sie ja nicht, aber das ist schon das Richtige dazu. Bei dem Großen würde ich jetzt einfach mit Buche, Eiche, Hickory, Mesquite mitnehmen, wozu du Lust hast. Also jetzt, wie gesagt, wieder kein Nadelholz nehmen, keine Birke. Nicht mit Nusshölzern rummachen, sondern wirklich die klassischen Smokerhölzer, die man so verwendet. Ich habe zwei Fühler, deshalb mache ich uns zwei Rinnen hier. Und den schieben wir hier vorne schön mit dich in den dicken Teil rein. Hattet ihr jetzt bestimmt einen Grund, warum du zwei nimmst? Könnte ich mir letztendlich auch einen so nehmen? Ja, normalerweise würde ich bloß einen nehmen. Aber ich habe zwei drin. Also zwei hat er jetzt hier angebaut. Und das ist für mich auch noch total übersichtlich. Ich habe jetzt den Smoker so programmiert, dass sie mir Bescheid gibt, wenn die 92 Grad Kerntemperatur reich ist. Weil das ist für so ein Brisket perfekt. Rumsi kabumsi, geht das schnell? Guck mal hier. Waren jetzt ein bisschen mehr als 3 Stunden und wir haben schon 85 Grad Kerntemperatur. Und das sagt mir, ich werde jetzt die Temperatur auf 120 runterstellen, weil sonst geht es mir doch einen Ticken zu schnell. Manchmal gucke ich verwundert rein, so wie jetzt. Und zwar haben wir 92 Grad Kerntemperatur nach 5,5 Stunden erreicht. Wer sich ein bisschen mit Briskets auskennt, Biskin mit Briskets, war ja sich witzig an, dem ist klar, dass das relativ kurz ist als Zeit und mir hoch. Nichtsdestotrotz ist es soweit, wir nehmen es runter. Und darf man skeptisch sein? Darf man. Muss man, oder? Also ja. Ich bin es an der Stelle. Denn Einzige, was uns irgendwie über den Tag rettet, ist ein Mittelschnitt. Ziehen wir mal runter. Guck mal hier, Saft kommt rausgelaufen. Also sieht aus, wie man sich ein klassisches Brisket vorstellt. Wir haben einen tollen Rauchring dran. Schön die einzelnen Fasern, die sich so voneinander lösen. Ich gucke, ob das bloß sich optisch so anfühlt oder ob das auch nach dem Schnitt noch so ist. Guck mal, es hängt. Schöner Rauchring dran. Rauchring ist dran. Jo, Konsistenz ist auch super. Da oben sehe ich es ein bisschen, die jetzt haben. Aber. Rinde eine holle Birne, sagst du? Ey, auf volle Pulle. Wobei. Der Point hier oben. Nur bis zur Hälfte. Ist tatsächlich besser als das Fleck. Also. Das sind natürlich die besten Stücke hier oben. Und jetzt zeigst du natürlich quer zur Faser. Aber naja. Muss ein bisschen aufpassen, mal aufschneiden. Hier oben ein bisschen runternehmen. Du hast hier im Flat, das kannst du direkt so schneiden und das Point hier oben geht quer. Nicht Anfängerfehler drunter zu nehmen, aber naja. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man es nicht macht.
wenn ich jetzt eine Party habe und das einfach einen Tag vorher schon zubereite. Ja, so wie wir jetzt so. Genau. Wie gehe ich denn vor? Lege ich es nochmal auf den Grill oder schneide ich es eher kalt auf? Oder wie würdest du das empfehlen? Ich würde es in eine Vakuumtüte drin, also entvakuumieren. Und dann würde ich es einfach in ein heißes Wasserbad schmeißen. Dann bleibt der ganze schöne Saft drin, jetzt schon, weißt du. Und nachher beim Wasserbad tut nochmal irgendwie kochen, Wasser anstellen, überkippen, bloß noch dann hochziehen lassen von der Temperatur. Fertig. Also ja, nicht irgendwie kochen. Mega gut, die fällt mir. Super, ja, also schön. Einmal frei. Also, was soll ich sagen? Also so ein kleines Brisket funktioniert mal. Und das Schöne daran ist, man hat so richtig Brisket, original Brisket Geschmack, man hat ein original Brisket, aber jetzt auch in der Größe, wo man sagen kann, da kann man noch was mit anfangen. Also wenn du jetzt eine Party hast mit 5, 6 Leuten, dann ist es schon fast zu knapp. Meinst du, ja? Mhm. Also ist schon wenn nur Brisket gibt. Wenn nur Brisket gibt. Das wäre jetzt für mich so eine erweiterte Familienportion. Aber ihr kennt mich ja. Also wenn ihr Spaß hattet an diesem Video, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Den ihr noch an der Wohlwollen Kommentar oder Abo von euch bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grill Barbecue, macht's gut und ihr könnt ruhig mal wieder einen Brisket grillen. Von hier unten.